Oh shit. We can't just leave Dosan here. He deserves better than being left for the vultures. Oh, wir müssen ihn tragen. Na, das kann ja heiter werden. Okay, wir haben eine neue Markierung erhalten. Das heißt, wir müssten theoretischerweise irgendwelche neuen Fähigkeiten erhalten haben. Aber ist das jetzt schon das nächste Level? Wir können nichts machen, außer zu gehen. Okay, das ist spannend. Mal schauen, ob wir hier auch Feinden begegnen. Das könnte dann... Ja, das könnte dann unschön werden. Na gut, wir werden sehen. Eine Falle? Wir können jedenfalls nicht mit Dosan in der Hand da hochkommen. Your trials are over, Dosan. Ach so. I pray we're as brave when we stand before ours. Das war der Schrein, der, von dem sie gesprochen hat. Alles klar. Na, zumindest haben wir ihn aus dem Sandsturm rausgeholt und irgendwo abgelegt, wo er dann jetzt schlafen kann, sozusagen. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Was haben wir für ein Ziel? Eigentlich gar keins, ne? Can you feel the effects of the final mark? Nee. Nobody has borne it for years. But the legends say that you'll move so quickly, it'll seem as if you vanished in thin air. I hope that's true. I can't see another way to get out of here alive. Gut, wo müssen wir denn hin? Und was muss ich tun? Achso, ich sehe schon, ich muss hier hin. Ich weiß zwar noch nicht, was mir diese Kiste bringen wird, aber ich denke mal, ich muss hier lang, oder? Ups. Verschieben wir sie doch einfach noch ein Stück weiter nach da drüben. Was nicht geht. Okay, hier in der Ecke ist aber auch rein gar nichts. Was soll ich denn hier? Ah, okay, jetzt hat sie sich auch mal verkrümelt. Jetzt kann ich auch mal hier auf den anderen Abschnitt gehen. Bringt mir aber auch nicht so wirklich was. Leute, was soll ich genau tun? Könntet ihr mir das sagen? Ich muss mal kurz schauen, was meine Siegel sind. Entkomme den ersten Stalkern, ohne entdeckt zu werden. Ich habe Stalker? Meine persönlichen Stalker? Wie schön. Umgehe alle Banditen, ohne Schaden zu nehmen und töte 5 Feinde mit Fallen. Okay. Ist in Ordnung. Die Frage ist, was soll ich tun? Ist mir noch nicht so ganz klar. Soll ich einfach wieder unten lang gehen? Ne, da unten ist ja zu, ne? Ach ne, hier ist offen. Die abstürzende Festung. Hatten die nicht vorhin zugemacht hier? Wer weiß. Benutze die Markierung der Abgeklärtheit, um zu flüchten. Wie kann ich die denn nutzen, ist die Frage. Ah, wähle Abgeklärtheit mit der 2. Okay. Und jetzt? Look at that. Oh. We'll never get through there. Unless we had to leave everything behind, except your darts. Let's hope that's enough to get out of here. Those things will have a harder time following us if we split up. I'll meet you outside the ruins. Be careful. Oha, entkomme den Stalkern. Ach, du Schande. Das sind also die Stalker, das sind jetzt die Ninja-Wachmänner-Hybriden sozusagen. Na, das kann ja witzig werden. Ach, du Schande. Kann ja nur großartig werden. Okay, erstmal schauen, wie sie sich bewegen. Jetzt kann ich doch nach oben, oder? Oh, fuck! Wer baut denn das da hin? Nichts passiert. Oh, schon wieder eine Falle. Ihr meint's auch nicht gut mit mir, ne? Kann es sein, dass es hier oben einen extra Goodie gibt? Nö, einen Ausgang gibt's da. Auch schön. Okay, und da drüben gibt es ein Artefakt, sehe ich gerade. Das will ich natürlich sehr gerne haben. So, und ich sehe auch schon, hier drüben liegt eine Rolle rum. Die nehmen wir doch auch gleich mit. Wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir das doch sehr gerne haben, das Zeug. Okay. Wie komme ich denn da oben lang am besten? Sieht mir gar nicht so einfach aus. Oh.
komm, verzieh dich, Typ. Nein! Ernsthaft? Was war das denn? Womit zur Hölle schießen die? Was sind denn das für Freaks? Ist ja Wahnsinn. Okay, die können mich offenbar erschnuppern, wenn sie mir auch den Rücken zuwenden. Und sie schießen mit Lasern aus ihrem Arsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, so geht's ja. Nein. So, das wollte ich haben. But I cannot surrender. This era does not belong to us, but we can take from it. I have seen today's soldiers and the weapons they use. With these tools, we could adapt, and we could survive. Okay, wenn du meinst. Ich glaube, das wird nicht jedem in dem Plan gefallen. Ich warte mal kurz, bis der Stalker hier unten wieder in die andere Richtung geht. So. Ah, shit. Weißt du auch nicht so richtig, wie du machen sollst da drüben, ne? Das ist natürlich gemein. Und jetzt muss ich die blöde Rolle nochmal sammeln gehen. Ist es denn zu fassen? Okay, aber zumindest weiß ich ja schon mal, wie ich an dem ersten Stalker hier ungesehen vorbeikomme. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wir verziehen uns einfach hier oben in die Ecke und warten, bis er dann nach unten gehüpft ist. So wie jetzt. So, wunderbar. Die Rolle hätten wir wieder. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir mit ihm da umgehen. Okay, das ist vielleicht nicht so gut, wenn das da wegbricht. Ah, Mann. Aber ich weiß auch nicht, ob es mir was bringt, wenn ich mich da an dem Ausgang in die Decke hänge. Mir fällt... Entschuldigung. Mir fällt gerade auf, ich bin gar nicht mehr mit dem Pfad der Stille unterwegs. Ich habe eine ganz normale Ausrüstung los. Ich mache Krach, wenn ich durch die Gegend renne. Das ist natürlich ärgerlich. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist toll. So, okay. Wollen wir doch gleich nochmal schauen, ob wir das nicht vielleicht noch hinkriegen. Er geht weg. Nein. Ich wollte gar nicht drauf springen, ehrlich gesagt. Okay, ich hänge mich einfach mal hier dran und schau mal, ob das reicht irgendwie. Wobei die auch Licht haben, ne? Geh doch mal. Ah, shit. Er sieht mich so arschknapp. Achso, ihr seht es ja gar nicht. Warum gestikuliere ich eigentlich? Er sieht mich ganz, ganz knapp nur, ne? Beziehungsweise er sieht mich ja nicht. Ich weiß nicht, was er da macht. Irgendwie erspürt er mich halt. Oder er schnuppert mich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Die Stalker, die sind schon ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, als es beim letzten Mal schon angedeutet wurde, dass jetzt Wachmänner-Ninja-Hybriden unterwegs sind, dass das sehr unangenehm werden könnte. So, okay, das war sehr knapp. Ah, nee, lass mal lieber hier bleiben. Das ist vielleicht besser. Hier oben sieht er mich auch nicht. Das ist schon mal gut. Auch wenn ich mich nicht hinter ihm langschleichen kann. Aber zumindest kann ich erstmal hier außen hin. Siehst du mal, dann komme ich auch hier runter. Das ist doch schon mal ganz schön. Okay, kurz auf die Karte geschaut. Oh, ich bin ja schon fast am Zwischenziel. Das ist sehr gut. Wo ist es denn? Muss doch hier sein, oder? Kurz schauen. Ja, eigentlich schon. Hier unten rein. Ah. Überlebe den Untergrundtunnel ohne Ausweg. Na, das klingt ja total sympathisch. Da will ich unbedingt sein. Gut, wir schauen nochmal. Umgehe alle Banditen ohne Schaden zu nehmen. Das ist das nächste Ziel. Ist schön, dass wir schon mal das erste jetzt erfüllt haben. Ich schätze mal, das wird jetzt der Bereich... Ups. Das wird jetzt wohl der Bereich hier sein, in dem wir keinen Schaden nehmen sollen. Gut, dann machen wir das doch mal lieber so. Ist vielleicht etwas gesünder, als unten in die Stacheln zu gehen. Oh! Das muss mir doch jemand sagen. Gut, Versuch macht klug, ne? Wir schauen mal kurz. Ich dachte mir schon, dass das Ding wieder runterkommt. Dann setzen wir das mal ganz hoch. So, direkt hier rüber.
Okay, läuft. Kein Ding. Ich sehe schon Fallen über Fallen. Gibt's hier Gegner? Das war knapp. Das war sehr, 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 sehr knapp. Aber es hat funktioniert. Irgendwie. Bleibt das Ding auch nicht da, wo es ist. Okay. Ziehen wir das Ganze nach oben. Und schnipsen uns mal hier rein. Ah, da oben bleibt's. Ist ja interessant. Nur die eine Kette löse ich irgendwie nicht aus dabei. Wer weiß. Lassen wir es ja halt hängen, ist ja auch egal. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dem Hebel aktiviert habe. Ich finde einen Weg an dem Außenposten der Banditen vorbei. Jetzt geht's mit den Banditen los. Okay. Schauen wir doch mal. Okay, dann bleibe ich lieber mal außen. Drinnen ist einer, der sich am Licht erfreut. Gehen wir doch einfach mal hier in Deckung. Oh shit. Stimmt. Ich bin ja noch auf diesem anderen Skill gewesen. Da bringt es mir natürlich nichts. We know you're here. Gut, das geräuschlose Töten nicht verfügbar ist, ist gar nicht so schlimm. Ich meine, ich töte ja sowieso nicht weiter. Von daher, was soll's? Maybe he fled. No! Vielleicht ganz los zu stürzen, das war ja auch eine tolle Methode. Gut, probieren wir es doch gleich nochmal. Are you out there? Nein. Ganz und gar nicht. Oh, jetzt kommt er ja auch noch vorbei. Ist das nervig? Okay, dann probieren wir doch einfach mal hier oben lang zu gehen. Mal sehen, ob das vielleicht ein bisschen besser He'll wird. Be back. Nicht so wirklich. Ich glaube, ich bleibe unten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Abgesehen davon, dass er mich gerade gesehen hat. So, Licht aus. Nur so als reine Sicherheitsmaßnahme. So, und diesmal bleibe ich auch hier an der Wand dran. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Oh shit. Ihr seht nichts. Wunderbar. Ihr seid Experten. Gut, da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass das ziemliche Dumpfärsche sind. Lass mal da drüben das Licht zerstören. Okay, die kommen aber richtig mit Lampen nach unten. Was vielleicht etwas unschön werden könnte für mich. Schauen wir doch mal. Okay, damit sind wir schon wieder in der Normalität angekommen. Ich glaube, ich probiere es einfach mal hier unten mit der Stelle. Na, geh doch mal. Hallo? Der hat festgehangen auf der Stelle. Ich fass es nicht. Ihr sabotiert mich. Ohne Ende. Are you out there? Nein. What was that? Hier ist doch keiner. Also wirklich. Dass du dir wieder einbildest. Die sabotieren mich ohne Ende, die Schweinehunde. Ich kann da irgendwie nicht weiter an der Stelle. Ich hänge dort irgendwie fest. Ist ja Wahnsinn. Are you out there? Nein. I think I heard something. Deine Ohren täuschen dich, mein Freund. Es ist nur der Wind. Nur der Sandsturm. Are you out there? Oh shit. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach so. Hallo? Achso, ich bin auf der falschen Skill. Ich kann da gar nicht durch. Wisst ihr was, wenn das so ist? Mir fällt gerade auf, ich brauch doch eigentlich gar nicht mich so abmühen hier. What? Oh fuck, ich komme gerade mit dem Wechsel der Skills nicht klar. Das tut mir total leid, dass ich gerade so abfaile hier. Dann muss ich es doch einfach nochmal
in Ruhe machen. So, jetzt wechsle ich erst auf die Bambuspfeile, die ich davon noch brauche. Hey, he's here! Ja, ich muss natürlich mich auch so beeilen, dass ich auch noch rechtzeitig hinkomme. Das stimmt schon. So, nochmal ganz in Ruhe. So, jetzt aber. Wir gehen hoch. Wir gehen sofort in Deckung. Zerstören das. Wechseln gleich auf die Markierung. So, jetzt sollte es doch aber gehen, oder? Wow, Alter, bist du wahnsinnig. Gut, jetzt müssen wir bloß mal schauen, wenn hier drüben die Leute kommen, dass ich mich nicht direkt in die Reihen versetze. Ich mach mal einfach das Licht kaputt. So. Kommen die auch an da drüben? Kommen sie. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal den hier. Und bin durch. So geht das. So geht das. Ist das nicht schön? Wunderbar. Diese Markierung ist ganz toll. Warum mühe ich mich so ab? Ich weiß es nicht. Ups. Ho. Nett. Oh, damit kann ich die Leute anlocken. Das ist natürlich auch interessant. Ist natürlich bloß nicht so gut, wenn ich noch in Sichtweite bin. So, jetzt sollte ich noch eigentlich wieder gehen können, ne? Wo genau muss ich eigentlich hin? Ach, dort lang, natürlich. Das, ja, das war zu erwarten. Aber da bin ich noch gar nicht durchgekommen. Die Stelle wollte ich mir ja eigentlich noch anschauen, aber ich bin dort nicht lang gekommen. Müssen wir mal schauen. Probieren wir uns mal hier oben auf dem Weg. Ups. Das war nicht der Plan. Ich wollte doch eigentlich bloß das Licht zerstören. Und er merkt es noch nicht mal. Ist das nicht schön? Du Trottel. Ah, okay. Jetzt sollte er offen sein. Das heißt, ich warte noch kurz ab. Jetzt vielleicht. Dorthin. Oh, wunderschön. Direkt in den Schacht rein. Ist das nicht schön? Gut, entkomme den Ruinen. Ein zugeschütteter Fluchtweg. Was war unser letztes Ziel? Töte 5 Feinde mit Fallen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Okay, dann sind die Zusatzziele schon mal durch. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Okay. Klar soweit. Gut. Dann schauen wir doch mal, wie es hier unten aussieht. Natürlich Stalker, ich hatte es befürchtet. Ach, Stalker. Ich werde sie so lieben, ich sehe es schon kommen. Ah, hier gibt's also solche Wege. Gut, aber ich kann mich jetzt auch nicht da lang schleichen. Komm, ich mach mal einfach so. Und... okay, das war knapp, aber es hat funktioniert irgendwie. Ey, komme ich hier oben nicht lang? Da ist noch eine Mauer im Weg, ne? Aha, aha, aha. Gut, dann... nein, nein, nein. Ah, du Troll. So, nochmal neu. Jetzt aber. Hallo? Achso, das war noch nicht wieder aufgeladen. Alles klar. Gut. So weit, so gut. Ohne die Markierung wären wir echt ein bisschen aufgeschmissen. Aber das ist natürlich zu erwarten gewesen. Oh. Oh, oh. Oh, alles klar. Gut, dann gehen wir mal ein Stück rüber und schauen mal, dass wir vielleicht jetzt so durchschleichen. Wunderbar, alles gut. Schon sind wir wieder raus aus dem Tunnel. Der Weg zu den Hügeln. Jenseits davon liegen Wüste und Geborgenheit. So, schauen wir uns doch erstmal hier unten um und widmen uns der kleinen Extra-Mission.